Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir 8 Übungen für die Passqualität und den ersten Touch. Alles, was ihr braucht, ist ein Ball, Hütchen und eine Wand. Ich denke, wir labern nicht allzu lange. Wir gehen direkt in die erste Übung. Let's go! Vorab noch für die Übungen. Am Anfang immer locker starten, das Ganze sehr, sehr sauber ausführen. Wenn es dann aber sauber ist, kann man oder muss man das Tempo immer weiter steigern. Und dann ist jede von diesen Übungen schlussendlich anspruchsvoll. Von jung bis alt, jeder kann diese Übungen machen. Einfach dementsprechend natürlich das Level wählen und sich immer wieder pushen, dass man an einem Ort ist oder einem Niveau, wo auch mal Fehler passieren. Und so wird man schlussendlich besser. Kommen wir nun zur ersten Übung hier. Ganz simpel, den Ball einfach gegen die Wand spielen, annehmen, spielen. Wie der Ball gerade kommt, egal ob links oder rechts, let's go. Zweite Übung, eigentlich auch sehr simpel, aber nicht ganz so einfach. Beidfüßig direkt an die Wand spielen. Die dritte Übung, vorher waren es die Passqualität, jetzt sind es die Touches und die Passqualität. Wir brauchen 2 Hütchen, die stellen wir nebeneinander. Dann spielen, Ball kommt, ein Touch, spielen. Dann das gleiche mit rechts, ein Touch, spielen. Vierte Übung, dasselbe, aber mit dem Außenriss annehmen. Das heißt hier mit links spielen, Außenriss annehmen, mit rechts spielen, mit links und so weiter. Übung 5, das gleiche, aber offen mitnehmen. Das heißt, hier spielen wir mit rechts, links mitnehmen, links, rechts mitnehmen. Immer so, okay? Bei der sechsten Übung geht es ums Prallen lassen oder auf Schriftsprache, glaube ich, sag mal, klatschen lassen und dann auch das Aufdrehen. Zeigen wir das mal hier, bisschen größere Distanz, hinspielen, klatschen und öffnen und dann kurz noch anziehen und dann wieder stoppen. Hier einfach mehrere Wiederholungen machen, am Tempo anpassen und sich selber richtig fordern. Und wie ihr hier seht, der Ball springt je nach Wand natürlich auch auf. Fürs Training aber gerade gut. Einfach versuchen, den Ball wieder ein bisschen runter zu drücken. Übung Nummer 7. Hier wichtig, schnell aus dem vollen Lauf den sauren Touch links oder rechts. Die Seite könnt ihr entscheiden. Ich empfehle abwechslungsweise. Ich zeige es euch ganz kurz vor. Hier steht hier, spielt einen starken Pass, dass der Ball auch wieder stark zurückkommt. Danach ein Touch auf eine Seite. Das heißt, bam und dann bam gegen vorne. Und dann wieder abbrechen. Locker zurück, dann wieder hier, starker Pass. Und Touch auf diese Seite und abbrechen. Die Übung, die geht rein. Wichtig aber, macht diese in vollem Tempo. Fehler gehören dazu. Gehen wir zur letzten Übung. Bei der letzten Übung spielen wir wieder einen starken Pass und danach diese 2 Markierungshütchen markieren eigentlich einen Gegner. Wir haben einen Gegner, der bei uns am Rücken dran ist. Wir versuchen dann mit einem Kontakt uns um diesen Gegner zu drehen. Also beispielsweise so, zack, nehme ich ihn dann mit.
Hier können wir natürlich nur das Technische davon trainieren. Normalerweise merkt man auch noch, ist der Gegner wirklich hinter einem, kann es auch spüren, aber das hilft schon mal für den ersten Kontakt. Was man hier auch noch machen kann, ist den Schulterblick mit einbauen. Wenn man keinen Gegner spürt, sollte man sowieso immer vorher schauen, wo ein Gegner oder wo dann natürlich auch die Mitspieler stehen. Also, let's go! Das war's mit den 8 Übungen für die Passqualität, erster Ballkontakt. Leute, diese Halle, das ist unsere Halle. Die könnt ihr auch selber mieten für Events, Kindergeburtstage, auch für eigene Trainings und so weiter. Es wird hier noch vieles, vieles auch gemacht und geändert oder hier auch mit dem Techball. Ganz, ganz geile Sachen. Ihr wisst Bescheid. In der Nähe vom Kloten, Zürich Flughafen, Gas geben, Video natürlich liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!